dann ist wohl eine Gratulation angesagt. Nein, die Gratulation wird angesagt gewesen sein. Ich glaube nicht, dass ich mich auf der Party amüsieren werde. Ich weiß, ich kenne dich doch. Bei der letzten Abteilungsfeier hat mich Professor Finkeldey 45 Minuten lang mit seiner Hobbyhöhlenforschung zugetextet. Ja, ich war auch da. Weißt du, was so interessant an Höhlen ist, Leonard? Was? Gar nichts. Gehen wir Finkeldey aus dem Weg, begrüßen den neuen Direktor, schütteln ihm die Hand und verschwinden. Was hältst du von... Es freut mich, Sie kennenzulernen, Dr. Gäbelhauser. Welch ein Glück für Sie, dass die Universität Sie eingestellt hat, obwohl Sie seit 25 Jahren keine bedeutenden Forschungsergebnisse vorlegen konnten und stattdessen eine Bücherreihe verfasst haben, die das großartige Konzept der Wissenschaft auf eine Reihe von Anekdoten reduziert, wovon jede so versimpelt ist, dass man sich verdaut hat, bevor man einen Stuhlgang beenden kann. Mahalo. Eine Begrüßung auf Hawaiianisch finde ich nett. Hast du gewusst, dass die hawaiianische Sprache nur 8 Konsonanten hat? Interessant, belassen wir es dabei. Das ist unglaublich, er hat mich gefeuert. Du hast ihn ja auch als besseren Highschool-Lehrer bezeichnet, dessen letztes erfolgreiches Experiment das Anzünden seiner Fürze war. Ich hatte dem aber die Höflichkeitsfloskel bei allem Respekt vorangestellt. Morgen. Morgen. Du machst Eier zum Frühstück? Das ist kein Frühstück, sondern ein Experiment. Ah, weil es sieht ein bisschen nach Frühstück aus. Ich habe endlich Zeit zur Überprüfung meiner Hypothese über die Trennung der Wassermoleküle von den Eiproteinen und deren Einfluss auf den Geschmack. Könnte schmecken. Ich freue mich schon auf deine Versuche mit Speck. Und ich erst. Also, ich bin mir sicher, wenn du dich bei Gäbelhauser entschuldigst, gibt er dir deinen Job zurück? Ich will nicht meinen Job zurück. Ich habe die vergangenen 3,5 Jahre nur da gesessen und Schreibtafeln voller Gleichungen angestarrt. Davor habe ich 4 Jahre an meinen Dissertationen gearbeitet. Davor war ich am College und davor war ich in der 5. Klasse. Das ist mein erster freier Tag seit Jahrzehnten und ich möchte ihn ausgiebig genießen. Okay. Ich lasse dich dann mit deinen Eiern wieder allein. Es geht mir nicht nur um meine Eier, sondern um die Eier von allen. Und unser aller Eier danken dir. Frische Eier.